Ding, 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 Hey ho, meine Lieben, heute machen wir eine Raptorodactylus. Ja gut, andere würden das Teil als Ente bezeichnen, aber Raptorodactylus hört sich doch interessanter an, oder? Ja, das ist eine original Mödinger Ente und die wird jetzt noch gefüllt mit Beckenrosenkohl, ja, Würzen. Und dann auf den Spieß und dann gehen wir auch schon raus. Aber jetzt gehen wir darüber, füllen wir das Teil, würzen wir es und dann geht's weiter. Genau genommen haben wir alles schon wieder hier, was wir brauchen. Der Rosenkohl mit dem Bacon. Den Bacon haben wir ein bisschen angeschmort in der Pfanne. Unsere Ente, Raptorodactylus, nicht zu vergessen. SPP, Salz, Pfeffer, Paprika. Den Spieß und ganz wichtig, Nadel und Faden bzw. Schnur. Okay, fangen wir an. Ein klein bisschen werde ich das Teil jetzt noch einölen, einfach damit Salz, Pfeffer und Paprika besser haften bleiben. Ich erhoffe mir dann auch eine schöne, knusprige Haut davon. Genau. So Leute. Schatzi, würden wir jetzt erst einmal ein klein bisschen Öl hier drüber träufeln. Gut, 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 gut. Lass mal das Teil erst einmal ein klein bisschen einölen. Schau, das reicht doch schon für die ganze Ente. Sollen wir die Flügel kappen oder lassen wir die dran? Ich würde es jetzt dran lassen. Du würdest sie dran lassen? Dann lassen wir die dran auf alle Fälle. Kannst du nachher wegschneiden. Ja. Okay. Dann, mein Schatz, Salz, Pfeffer, Paprika. Fangen wir gleich mal von innen an. Gut. Dann von außen. Beziehungsweise eigentlich hätten wir sie ja erst füllen können und dann einpudern. Zu spät. Zu spät, sagst du. Ja, dann machen wir die andere Seite auch noch gleich. McAllister, mein Freund. Ja. Sie dürfen gleich den Anzündtermin, den ich draußen vorbereitet habe, anfeuern. Und die Schale im Grill mit Wasser füllen. Mit heißem? Ja, hinten aus dem Wasserhahn kommt ja immer schön heißes Wasser. Und wir füllen hier jetzt unsere Ente mit dem Rosenkohl. Das war ein gefrorener und den Bacon. Und wenn es nicht reicht, ich habe ja noch einen da. Also Rosenkohl. Dann nimm die blaue Karaffe da hinten mit. Ich habe das Gefühl, du meinst, das ist ein Wal, die Ente. Also ich glaube, wir kriegen das alles rein. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Wir werden sehen. Wie heißt der Saurier, wo du eben gesagt hast? Raptorodactylus. Ich wollte schon immer mal Dinosaurier essen. Ein Flugsaurier. Der letzte seiner Art. Gerade zu Fleiß, um dich zu ärgern, mein Schatz, stopfe ich jetzt die restlichen einfach noch mit hinein, um dir zu zeigen, dass ich recht gehabt habe, dass es nein passt. So, dann haben wir unsere Füllung drin. Mehr hätte es nicht sein dürfen. Und dann werden wir jetzt erst einmal das Ental zunähen. Ja.
Dazu ziehe ich mir aber jetzt die Handschuhe wieder aus, weil das ist sonst mir zu schmierig. Du würdest zuerst den Spieß durchstecken und dann zunähen. Schatz, warum? Aus welchem Grund? Erklär uns das vor der Cam. Weil das der Rosenkohl alles geflohen ist. Ja. So bist du jetzt einfach noch flexibler. Flexibler? Ding. Dann probieren wir das halt auf die Schnelle aus. Und ich würde hinten anfangen, ja nicht vorne. Ich fange immer vorne an. Ja, von hinten gibt es immer Ärger. Muss ich aber zunehmen, weil sonst fällt das Zeug raus und ich komme mit der Nadel nicht mehr gescheit hin. Also, reingegangen ist er wunderbar. Ja, und dann nehmen wir das Teil mit ein paar beherzten Stichen zu. Den Bürzel da unten wollen wir auch vielleicht auch noch mitnehmen. Ja, hätte ich die Schnur bloß etwas länger gemacht. Jetzt nichts. Kriegen wir so auch noch hin. Einfach da zwei, dreimal durchwickeln. Und gut ist. Jo. Das andere Ende vom Spieß. Ein bisschen. Halten soll es schon. Chefe, das Wasser ist eingefüllt und die Kohlen glühen. Im Anzündkamin? Jawohl, ja. Jo. Wenn du mir jetzt nur noch bitte die Metallkohlenzange aus der Grillkotta holst und neben hinlegst, weil ansonsten haben wir nachher die ganze Asche in der im Wasser drin und das brauchen wir ja noch. So, jetzt machen wir noch ein paar klitzekleine Fesselspiele. Ein bisschen das Gewicht voreinstellen. So ganz leicht hat man es ja im Gefühl. Oh, das gefällt mir schon mal ganz gut. So Leute, unser Rapterodactus ist soweit fertig, dass wir gleich hinaus auf den Grill gehen können. Sofern er dann ordentlich angefeuert ist. Beziehungsweise ich habe ja dieses Mal eine etwas andere Feuermethode wieder verwendet. Ja, so wie mit der Gans vor circa einem Jahr. Hier hinten entlang ein Art Minienring wiedergelegt, Wasserschale, da fangen wir den Saft auf, dass wir eventuell nachher auch noch ein bisschen Soße basteln können. Das meiste wird ja eh verdampfen. So, wir starten jetzt unseren Minienring. Ja, wenn da jetzt ein bisschen Asche ins Wasser reinfällt, deswegen werden wir auch nicht sterben. Dieses Prinzip hat letztes Jahr bei der Gans so gut geklappt, dass ich das dieses Jahr eben genauso mache mit der Ente. So, dann kommt die auch schon hier drauf.
Und Ente, dreh dich. Deckel drauf und gib ihm. 10 nach 12, 11 nach 12. Gucken wir mal, wie lange wir brauchen für das Endteil. So Leute, ein bisschen über ein Stündle später schauen wir mal hier rein, was das Flugsaurier hier macht. Und ja, ich würde mal sagen, der sieht schon ganz gut aus. Er wird, die Kohlen brennen jetzt schön ringsrum und ja, das wird yam yam. So Leute, exakt 14 Uhr und ja, wir werden jetzt erst einmal gucken nach der KT, was wir haben. Hier braucht man nicht schauen. 76. Ja, und ey Leute, ich sag's euch, das Ding sieht richtig gut aus. Ja, so zwischen 80 bis 90 Grad. Ich schätze mal 85 Grad wollen wir. Das heißt, Knödel machen. Schatz muss uns jetzt noch Knödel kochen. Und dann sind wir bald fertig zum Essen. Ich sagte gerade drinnen zu meinem Schatz, eben wegs Knödel machen. Tja, und dann meinte sie, meinst du, dass der Rosenkohl schon, denn schon durch ist? Ja, weiß ich natürlich nicht. Ich werde nachher auf alle Fälle mal das Thermometer komplett reinstecken. Ich hoffe wirklich, dass er durch ist. Ansonsten sollte man vielleicht das nächste Mal wirklich komplett auftauen lassen. Aber es war jetzt ein Versuch. Ich habe ihn absichtlich vorher nicht raus, weil ich mir gedacht habe, nicht, dass er zu schnell fertig wird. Schatz sagt jetzt genau andersrum. Wir werden sehen. Versuch macht klug. Ich messe das jetzt schnell und sage euch dann Bescheid. Also wir haben innen drin, ich bin direkt bis zum Drehspieß durchgekommen, 50 Grad, also ein bisschen braucht es ja noch. Ich denke, da kommen wir sowieso noch ein bisschen höher und ja, wir werden sehen. Ich weiß es noch nicht, ob alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. So, jetzt vorsichtig oben das Fett abgeschöpft. Das kriegt jetzt mein Schatz mit für die Soße. Grill habe ich schon etwas runter reguliert, nicht dass uns das Enterl zu schwarz wird. Aber ey, geil, einfach nur geil. So, dann lassen wir sie jetzt noch fertig drauf, bis die Knödel und die Soße fertig sind. So Leute, die Ente wäre soweit. Jeha! Wir haben es geschafft, dass sie eben nicht zu schwarz wird. Und jawohl, so gehen wir jetzt mit dem Teil rein und da wird es angeschnibbelt. Aha, da haben wir sie, die Rapterodactus. Dann schrauben wir das hier auf. So. Lösen unsere Fesselspiele wieder. Ja. Hat gut gehalten. Wunderbar. Machen wir natürlich alles gleich komplett raus. Und dann übergebe ich nämlich. Aua, heiß! Schatzi! Die darf dann hier weitermachen. Jo, klappt das, Schatz? Nein. Nein? Nein. Doch. Also Schatz, zerlegt uns jetzt das Enterl und dann machen wir natürlich noch ein Probiererle. Und hinterher gibt es noch ein schönes Fazit. Ich glaube, ich klaue mir jetzt gleich mal ein Stück von dem Rosenkohl.
Und probier den nochmal schnell, schon im Vorfeld. Also immer noch die Kämme schnell in der Hand und dann gucken wir mal, ob der Rosenkohl was geworden ist. Heiß. Aber gut. Perfekt. Ja, Freunde. Rapterodactus. Also eine gewöhnliche Ente. Nee, keine gewöhnliche Ente. Nee, Dorfente. Mit den Beckenrosenkohl in der Ente gegart. Knödel, Soße. Und jetzt kommt das obligatorische Probiererle. Patricia, wir müssen zuschauen, oder? Super! Nimmt das selber was. Bestimmt Corinna, die Ente. Also zuallererst fangen wir mal mit der Ente selber an. Njam. Wow. Richtig lecker. An der Knödel, sage ich ganz ehrlich, haben wir uns sehr viel Arbeit gespart. Da haben wir so einen Teig ja, aus dem Laden geholt. Aber die Dinger sind genauso lecker. Und dazu noch mit so einer geilen Soße. Perfekt. Aber was mich ganz besonders freut, ist, dass das mit dem Rosenkohl wirklich hervorragend funktioniert hat. Der sieht großartig aus. Geil. Richtig geil. Leute, ich esse jetzt und dann gucken wir mal, wer noch alles ein Fazit dazu abgibt. Bis nachher. So Leute, und hier ist der Kamm, wie es bei den Sauriern üblich war. Jetzt kann man ihn sehen. Das Merkwürdige ist bloß, dass das Vieh den Kamm auf dem Bauch hatte und nicht auf dem Rücken. Aber egal. Leute, Fazit. Das war sowas von extrem lecker, ich sag's euch, grandios. Der McDopfu, McTofu, nee, McAllister war's, der kommt jetzt noch hinter mir schnell gesprungen und spricht mit Fazit. Das dauert wieder. So, du hast zum ersten Mal Rosenkohl gegessen? Ja. War er gut? War sehr lecker, gab's nicht zum letzten Mal. Demnächst. Rosenkohl, Eintopf bei mir auf dem Kanal. Da haben wir doch schon wieder was gezeigt. Ja, kann nicht jeder bis jetzt Rosenkohl gegessen haben? Heißt ja immer, der ist polarisierend. Der eine mag ihn, der andere überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was daran schlecht sein soll. Also ist fantastisches Kohl und die Ente. Hervorragend. Großartig hast du gemacht. Geil. War ein Gedicht. Soße und Knödelchen haben auch optimal dazu gepasst. Hey Leute, ich bin total satt. Du? Ich bin auch satt. Also ich muss aufschauen, dass ich jetzt dann beim Heimfahren nicht einschlafe. So sättigen, wie das alles war. Du hast mir im Wiepin nicht geholfen. Tja, bin ich gut davon gekommen. In er diesem hat, Sinne. Er hat sich gedrückt. Bye bye. Jo, dann hören wir noch schnell Schatzi aus dem Hintergrund. Immer noch lecker. Immer noch lecker. Patricia aus dem Hintergrund. Mega lecker, die Soße perfekt. Ich esse normalerweise nie Ente, jetzt schon. Cool. Lecker, lecker. Das soll was heißen. Also, wenn es Ente gegeben hat, hat sie sich bis jetzt immer verdrückt. Und ja, heute hat sie schön mitgegessen. Also, wir haben das Teil bis auf wenige klitzekleine Teilstücke komplett verputzt. Gut, das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe natürlich auf Daumen nach oben. Schaut noch bei McAllister vorbei, bei seinen Videos, wo er hier gemacht hat. Oder ein, zwei Videos. Ja, insgesamt zwei Videos, sein Topf-Video und unterwegs Sindelfingen. Ja, also, dann würde ich mal sagen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschaikowski.